willkommen zum heutigen Tutorial von United in Sound. Euer Matthias wieder hier mit einem Blues, der ein kleines bisschen durch Cajun und den Texas Blues inspiriert wurde. Dieses Stück heißt Roadside Blues und es ist wieder in Elementen angelegt, die ihr frei kombinieren könnt. Ich werde euch vorstellen, was wir in unserem Download-Skript fabriziert haben und wie ihr diese Bausteine lernen könnt, beziehungsweise wie ihr es effizient dann auch für eure eigenen Improvisationen und Kompositionen anwendet. Starten wir bei diesem Stück damit, uns anzuschauen, wie die Begleitung funktioniert. Grundlage dafür sind Doppelgriffe. Ich beginne auf dem D, auf dem XS mein zweiter Knopf von oben. Und ich spiele es ganz gern mit 3-2 in diesem Fall, dass mein vierter Finger schon nach unten wandern kann. Und als nächstes springe ich vom D an mit dem vierten Finger abwärts und kletter mit dieser 4-3er-Position in Doppelgriffen immer mit Grundbass und Dur in diesen innersten zwei Reihen wieder zurück zum D. Ein Takt hat 4 Viertelschläge und ich lasse dieses Mal diese Akkorde durchlaufen, dass jeder Viertelschlag mit einem Akkord ausgestattet ist. Betone die 2 und die 4 ein kleines bisschen mehr und auf die 1 und die 3 kommen Bässe dazu. Ich habe für dieses Stück eine zweiteilige Form gewählt. Jeder Formteil hat 16 Takte. Jeweils die erste Zeile ist identisch zur dritten Zeile. Die seht ihr in euren Noten als Wiederholung. Und der erste Teil ist eher ein melodischer Teil. Der zweite Teil ist eher ein rhythmischer Teil, wo wir nicht so viel Bewegung in unserer rechten Hand drin haben und wo sich diese Bassbegleitung ein kleines bisschen ändert. Der erste Teil, nennen wir den einfach mal A, kommt zweimal. Und der zweite Teil, der so ein bisschen refrainartig ist, kommt einmal. Beginnen wir damit, dass ich euch jetzt den ersten Teil einmal vorspiele und dann sage, was darin passiert. So, charakteristisch ist hier, dass wir jeweils am Anfang von einer Zeile in 4 Takten gesprochen, besteht aus einer Phrase, quasi einer Frage und 2 Takten eine Antwort auf diese Frage. Und hier ist sehr charakteristisch, dass jeweils der erste Takt von diesen 4er-Gruppen aus 4 durchgetretenen Vierteln in meiner Melodie besteht. Legt eure Hand hier in eine Position, die auf dem G startet und dann eine 5-Finger-Position auffächert, ein Finger pro Taste. Und den dritten Finger, den spielt ihr nicht. Dann seid ihr schon gerüstet für diese melodischen Bewegungen hier. Übrigens, ich verwende hier Ausschnitte aus einer Blues-Tonleiter. In dieser Blues-Tonleiter gibt es den Ton H einfach nicht, wenn ich D im Bass spiele. Insofern haben wir hier jetzt zwar eine Taste ausgelassen in unserer Tastenbewegung, aber wir spielen trotzdem noch Tonleiter-Schritte, wenn ich da jetzt davon rede. Obwohl ein kleiner Sprung ist, rede ich in diesem Fall von einem Schritt, wegen dieser Tonleiter, die ein bisschen speziell ist. So, die Tonleiter hat einen Auftakt, ich spiele also einmal hoch. Und dann kommt dieser besagte Takt mit 4 Viertelnoten auf D. Im zweiten Takt kommt jedes Mal ein kleines bisschen eine rhythmische Variation. Zum Beispiel spiele ich beim ersten Mal ein D, zwei Cs. Beim zweiten Mal spiele ich ein Pendel auf C, D, C. Und beim dritten Mal erweitere ich dieses Pendel noch, indem ich abwärts in diese Tonleiter den nächsten Schritt mit dazu nehme. Dann haben wir jeweils auf die zweite Phrase einen Positionswechsel, wo ihr eure Hand so wie sie ist, 2 Tasten Richtung Kinn schiebt und den Daumen 1 abspreizt. Also nach diesem, zack, zack, Daumen runter und ihr seid gerüstet für die nächste Position, die jetzt im Wesentlichen aus einer abwärts steigenden Tonleiter besteht. Auch hier wieder ein Hinweis, diesen Ton gibt es in der Blues-Tonleiter nicht. Deswegen ist es immer noch ein Tonleiterschritt für mich.
auch wenn die Fingerbewegung da ein bisschen dagegen läuft. Es ist wichtig, so zu lernen, in diesen Ebenen zu denken, was theoretisch quasi ein Schritt ist und was für uns ein Sprung oder ein Schritt auf unsere Tastatur ist, wenn wir das am Akkordeon umsetzen. So, das wäre ganz einfach die Antwort. Erste Zeile nochmal komplett mit Auftakt. Wieder zurück in meine Ausgangsposition für die nächste Zeile. Da habe ich jetzt als Antwort so eine Kippbewegung, wo ich zweimal vom C auf das A runterdrehe. Wie gesagt, charakteristisch, ich wiederhole die erste Zeile in diesem Stück. Und in der letzten Zeile habe ich noch eine kleine Variation. Indem ich jetzt dieses A zu einem neuen Zentralton etabliere und links die Begleitung beschleunige, indem ich nach dem F direkt das C überspringe und so zwei Takte diesen G-Klang liegen lasse im Hintergrund. Ihr seid schon bereit für Variation 2 über denselben formalen Ablauf mit ein kleines bisschen einer veränderten Melodie. Was ich hier gemacht habe, ist zum einen diesen Auftakt schon mal beschleunigt. Aus Viertelnoten wurden Achtel. Dann habe ich auch diese Figur hier, die am Anfang noch sehr gleichförmig in Vierteln durchläuft, jetzt beschleunigt und rhythmisch interessanter gemacht. Beachtet dabei das Swing-Feeling. In Viertelnoten ist es noch nicht so gravierend, aber in Achtelnoten solltet ihr wieder richtig schön bluesen und diese Achtelnoten eben nicht gerade, sondern mit dem charakteristischen Feel spielen. Seht das in der Antwortphrase hier auch immer noch? Der Grundgedanke meiner abwärts steigenden Tonleiter erhalten blieb, aber ich habe durch rhythmische Verschiebungen das Ganze variiert. Auch hier wurde die Bewegung beschleunigt. Auch eine einfache Pendelbewegung. Jetzt nochmal eine Tonwiederholung, um das auf Achtelnoten auszubreiten. Es funktioniert, dieses Stück wirklich schon mit den einfachsten Bausteinen durchzuspielen. Also ihr könnt direkt auf den ersten Teil, unsere erste Variation mit den Viertelnoten wiederholen, könnt da den Refrain dran bauen. Und wenn ihr Anfänger am Akkordeon seid, dann genügt es schon vollkommen, um dieses Stück einfach durchspielen zu können. Hier am Ende habe ich jetzt einen Basslauf, der überleitet in meinem refrainartigen Teil. Auch den könnt ihr mitnehmen, wenn ihr möchtet. Ich bin auf dem G gelandet. Und schiebt diese Position einen Knopf Richtung Kinn. Der vierte Finger liegt also drunter. Meinen zweiten Finger kann ich auch in diese Reihe bringen. Und ich kann über die Finger, die hier jetzt übereinander liegen, zweimal eine Kippbewegung durchführen. Einmal überspringe ich den dritten Finger, 2-4. Und einmal überspringe ich den vierten Finger, 5-3. Dann bin ich, wie gesagt, in diesem refrainartigen Teil angekommen. Meine Begleitung ändert sich hier. Anstatt 4 Akkorde und 2 Bässe spiele ich jetzt 4 Bässe und 2 Akkorde. Vorher kamen die Bässe auf die 1 und die 3. Ratet mal, die Akkorde kommen jetzt auf die 2 und die 4. Am Ende einer Zeile baue ich manchmal, wenn ich lustig bin, auch gerne diesen Basslauf wieder mit ein. Es hat einfach ein tolles Feeling. Ich kann dazu, wenn ihr das mal koordinativ probieren wollt, auch einen Bass mitdrücken auf die Zählzeit 4. Also dass ich dann hier die jeweiligen Dur-Akkorde noch zu den Basstönen der jeweiligen Reihe mitnehme.
Spielt euch komplett mal diesen refrainartigen Teil vor. Den Rhythmus muss man nämlich am ehesten ins Ohr bekommen, um sich den merken zu können. Ich könnte gerne auch freier mit dem Rhythmus umgehen, aber die Grundstruktur finde ich ist schon mal ganz schlüssig und die rechte Hand, die einfach nur Tonwiederholungen auf D spielt, unterstützt eigentlich so den Drive von unserer Begleitung links. Ende habe ich einmal noch einen Doppelgriff reingedrückt, wo ich also auch wieder den Basslauf andeute und dabei aber den Akkord von vorher beibehalte, also einen G-Akkord. Meinen zweiten Finger schicke ich hoch aufs A und habe dadurch eine schöne Reibung auf diesem Akkord. In dem Schnelldurchlauf möchte ich euch jetzt die ersten beiden Teile und diesen refrainartigen Teil nochmal vorspielen. Schon ein bisschen was von der neuen Variation gehört aus diesem ganzen Durchlauf. Ich habe pro Variation eigentlich immer eine Grundidee. Also vorher war meine Grundidee, diese Viertelschläge zu wiederholen. Meine neue Grundidee ist, auf dieser Position eine abwärts fallende Tonleiter auszuspielen. Auch für die Antwortphrase bleibe ich jetzt zunächst mal oben in meiner Tonleiter und spiele von da an dann einmal so eine pentatonische Blues-Tonleiter ganz nach unten durch, indem ich die Lage erst kurz vor Schluss nach unten verschiebe. Erste Zeile. Zweite Zeile. Dann ist es auch schon wieder Zeit für unseren zweiten Teil und für eine kleine Variation in diesem Teil. Die Idee maßgeblich für diese Variation war, dass ich den Rhythmus verändern wollte. Ich habe die Zählzeit 1 verdoppelt und daraus entsteht folgende Figur. Nach dieser Tonleiterbewegung am Anfang der Phrase habe ich danach auch noch eine Tonleiter, aus dem Tonleiterschritt eine Tonwiederholung eingebaut. So war es vorher. Wenn ich eine verdopple, dann ergibt sich dadurch ein tänzerischer, hoppelnder Rhythmus. Es macht sich besonders gut, dann diese breiten Auftaktnoten von dem hoppelnden Charakter möglichst deutlich abzuheben. Uh,
Wenn ich in die Wiederholung gehe, also quasi die dritte und vierte Zeile spiele, versuche ich insgesamt auch mehr Breite in meine Melodienoten zu legen. Dadurch gewinnt die Melodie nochmal ein bisschen an Stärke und Aussagungskraft. Am Ende habe ich hier eine Blue Note noch mit in meiner Melodie. Dieses Gis oder As, je nachdem wie ich das notiert habe, wo es hingeht, ist ein ganz charakteristischer Ton, damit dieser Song bluesiger und lässiger klingt. Den könnt ihr, wenn ihr ihn trefft, auch immer ein kleines bisschen betonen. So, nach diesem Teil sind wir auch wieder in einem refrainartigen Teil angekommen. Positive Nachricht, der Rhythmus bleibt genau dasselbe wie zuvor. Wir spielen das Ganze jetzt nur in Oktaven. Wenn ihr noch weitermachen wollt, noch mehr improvisationsartige Variationen spielen möchtet, habe ich noch einen dritten Durchlauf von diesem Schema für euch. Dieses Mal beginne ich mit dieser Position nicht von unten nach oben mit einer Tonleiter, sondern ich habe die Noten verdoppelt, zu Achtelnoten, die Noten werde verdoppelt, und spiele auf und abwärts. Dabei empfehle ich euch auch, dass ihr jetzt tatsächlich die Position verändert. Ich spreiz ab dem dritten Finger alles abwärts. Und kann dann hier diese fünf Finger ausspielen für die ganze Tonleiterbewegung. Wir haben auch im zweiten Takt jetzt schon unsere Blue Note As. Und insgesamt eine Melodie, die jetzt weiter davon weg ist, was ich am Anfang als Thema vorgestellt habe. Besonders reizvoll finde ich hier mit Motivgruppen zu spielen. Ich habe zum Beispiel am Ende eine Motivgruppe von 4 Achteln. Die man an unterschiedliche Taktpositionen schieben kann und dadurch entsteht eine interessante rhythmische Spannung. Für den nächsten Teil, wenn dieses Schema nochmal kommt, habe ich eben so eine Idee, eine Dreiergruppierung von Achtelnoten, startet auf der Blue Note und dann jeweils nach oben abgerollt. Das haben wir auch schon mal in unserem Boogie Woogie gespielt, hier gibt sich aber auch ein sehr stimmiges Bild für diesen Roadside Blues. Für die letzte Zeile dieser Variation gehe ich dann weg von dieser Dreiergruppierung hin auf eine 6-Achtelnoten-Gruppierung. Ich starte in Position über dem F und habe dann mit der Blue Note hier so einen kleinen Dreiecksgriff, den ich immer von unten nach oben abrolle und dadurch durch diese Verschiebung von 6-Achtelnoten über 4/4, also 4/4 gleich 8/8, betone ich immer wieder unterschiedliche Zählzeiten in meinem Takt. Könnt ihr mit spielen, ob ihr diesen Startpunkt von dem Motiv betonen wollt oder ob ihr eure Taktschwerpunkte betonen wollt. Daraus ergeben sich sehr interessante Varianten. Auch dieser dritte refrainartige Teil ist rhythmisch nichts Neues. Dieses Mal vervollständige ich diesen Griff zu einer Dreierbewegung und habe zusätzlich noch den Ton A in der Mitte mit dabei. Musik.
Hier hätte das Stück schon zu Ende sein können, oder prinzipiell, ihr könnt entscheiden, wie viele Variationen davon ihr spielen wollt und das auch eurem Schwierigkeitsgrad anpassen. Am Ende habe ich tatsächlich aber noch eine überraschende Wendung eingebaut. Anstatt zwei Takte G zu spielen, präsentiere ich hier mal den A-Bass, der für dieses Stück noch neu ist, so als Volltakt. Und dann habe ich fürs Ende eine rhythmische Variation, indem ich diesen Griff aufteile in den Doppelgriff oben und zwei Wechselnoten mit der unteren Note aus dem Griff. Die kann ich jetzt betonen und ich spiele in einem Rhythmus, der oft 3-3-2 genannt wird. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Auch wieder eine sehr interessante rhythmische Spannung. Das Schöne daran ist, ihr braucht nur einmal diese rhythmische Spannung trainieren und dann verschiebt ihr die Positionen in eurer linken Hand und es klingt überall interessant. Ich bringe auch gerne ein bisschen Schmutz rein, indem ich hier und da die Blue Note als Vorschlag benutze. Ihr könnt entscheiden, wie lange ihr die spielen wollt. Oder ob ihr sie manchmal weglasst. Aber es ist so ein schöner Cajun-Sound, der hierbei entsteht. So, jetzt zum Abschluss nochmal die letzte Variation komplett. Zwei versartige Teile und dann nicht zwei refrainartigen Teile. Ihr könnt am Ende auch überlegen, wie ihr das ausgestalten wollt. Ich würde empfehlen, irgendwie ein Decrescendo oder ein Crescendo drauf zu packen, damit ihr wirklich einen schönen Schluss dran bauen könnt. Jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Analysieren von diesem Roadside Blues, beim Nachspielen und beim Selbstkreativwerden. Schaut gerne auch morgen wieder vorbei, wir werden uns nochmal mit einem schönen Walzer beschäftigen. Bis dann, euer Matthias.